Morgen, Leute. Heute geht's endlich mal zu FIBO. Was heißt endlich mal? Endlich zu FIBO. Gerade noch meinen Eiweißshake reingezogen und meine Omega-3-Kapseln. Tja, soweit fertig. Tasche gleich noch eben. Paar Getränke einpacken und so. Dann kann's eigentlich schon losgehen mit kurzen Zwischenstopp beim Bäcker. Und dann sehen wir uns da. Tja, so Leute, das war jetzt mein erster Tag von der FIBO, den ihr jetzt gesehen habt. Es sind nicht ganz so viele Aufnahmen entstanden, ein bisschen hier gestresst, da gestresst und naja, also hab mir jetzt überlegt, ich werde den Sonntag noch mit dazu packen, werde da auch noch Aufnahmen dazu nehmen. Da will ich auch ein bisschen mehr gucken, dass ich ein bisschen mehr, vor allem FIBO Power, ein bisschen mehr auf die, hier. An die Stände komme zum Probieren, zum ja, vielleicht das eine oder andere kaufen, was man dann sozusagen probiert. Die Athleten treffen. Ja, vielleicht erkennt der eine, ich sitze bei Meckes, wie funktioniert das? FIBO, Fitness, Abnehmen, gesund ernähren und dann bei Meckes sitzen, ja. Voll im Arsch. Ich habe gerade im Hüftgelenken von den Beinen so richtig Schmerzen. Gerade wenn ich dann aus dem Sitzen wieder aufstehe beim Laufen, durch dieses ganze Laufen dann wieder sitzen und laufen. Ja, ist halt so. Und es geht jetzt auf jeden Fall halt schnell, hat meine Ruhe, Kohldampf, dann wieder ab ins Bett, ausruhen, dass wir morgen einigermaßen fit sind. Mich über das Internet wieder aufregen kann vom Handy, weil das Datenvolumen aufgebraucht ist. Und trotz dieses verdammte Scheiß-Free, wo du immer noch mit einem Mbits, dass du normalerweise immer noch weiter streamen kannst und hast du nicht gesehen, lädt der bei mir keine verdammte Scheiße. Insta-Stories, die er sonst teilweise mit dem E-Netz sogar noch hochgeladen bekommen hat, hat er nicht mehr hochgeladen bekommen. Musste ich nochmal machen. Aber ich warte jetzt mal weiter auf mein Essen und spätestens morgen sehen wir uns wieder.
Leute, jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich wundern, keine Aufnahmen von der FIBO, obwohl ich das gerade erst vorhin beim McAster gesagt habe. Tja, ich Dämmelsack, hab vergessen natürlich die Kamera mitzunehmen, die habe ich im Auto liegen lassen. Ist blöd gelaufen. Stattdessen habe ich mir überlegt, haben wir noch ein paar Sachen gekauft, ein bisschen was noch so ergattert haben. Wenn die Zeit das gleich zulässt, zu Hause einmal gucken, was wir so geholt haben. Und ein bisschen ergattert haben, einmal durchgehen. Was? Ja, und die schöne Cap hast du nicht bekommen. Ah. Tja. Boah. Dann wollen wir gleich mal weiter, ein bisschen erst essen und dann wird es auch Zeit, dass man nach Hause kommt. So, nach 3 Stunden endlich angekommen. Ja, was bin ich eigentlich froh? Ich bin echt froh, dass ich endlich wieder da bin. 3 Stunden Fahrt hat mir auch gereicht. Ja, jetzt wollten wir einmal gucken, ja. Oh, wollte euch zeigen, was wir haben. Aber platt gedrückt habe. Spontan Cap gegönnt, weil eigentlich müsste ich hier ganz dringend mal zum Friseur schon wieder. Schon wieder ist zu lang. Dann am Ende noch von, was ist das, Maxa noch ein bisschen was vergattert. Ja. Ich habe praktisch vom DJ was gekriegt, weil ich da grüne Karten T-Shirt, ich weiß noch gar nicht, was da drauf steht. Ich glaube, das gucken wir jetzt mal an. Hey. Gucken wir mal. Da steht nichts drauf, einfach ein weißes T-Shirt, Shake Up the World. In Größe L, also muss das auch passen. Eigentlich. Ich denke, das werde ich heute Abend auch erstmal noch zum Training, da geht es nämlich nachher auch noch hin. Dann, Buddy and Fit hatten wir, eine Tüte gekriegt. Da muss ich sagen, da fällt mir wieder auf. Also damals waren die echt alle großzügig, was sowas angeht. Ja? Also allein, was du dann, wenn du ein Newsletter eingetragen hast, was ja irgendwann kam, was du dann an Proben schon direkt in diese Tüte gekriegt hast und nicht extra noch teilweise was fangen musstest. Da haben wir halt einen so einen einfachen Billig-Shaker. Und ist der Vape Perfection in Sherry. Ja. Sherry Sommerfrucht. Eiweißprobenpaket. Das kann ich mal zurück. Das lese ich mir mal gleich durch, was das ist. Dann geht's weiter. Das ist natürlich logischerweise, das ist natürlich nicht alles meins. Meine Freundin hat natürlich auch ein bisschen was eingesagt. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal alles. Weil hier ist zum Beispiel Buddy in Fett, das ist einfach doppelt. Das zeige ich jetzt zum Beispiel nicht erst extra. Und ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf auch nicht mehr alles, was sie gefangen hat. Ach, wieder vom Max. Den hat sie gefangen gekriegt, weil der neben mir zu doof war zum Fangen. Der hat den praktisch vor mir weggeschleudert und ihr direkt in die Arme. Ja, eigentlich auch ein ganz einfacher schwarzer Shaker. Noch, dann haben wir auf jeden Fall 2x Whey-Protein gekriegt hier. Tja, das muss korrigieren, sind 3 Tüten gewesen. Gab es hier noch so ein 2-Liter Bottle, Wasserbottle, wie auch immer, von Iron Max. Die habe ich mir aber gekauft, so gegönnt. Eine pinke Trinkflasche für sie. Eine Arbeitskollegin, du Idiot. Ja. Noch mehr Werbung. Von Cytec Nutrition ist das. Stimmt, ich habe ja nichts mehr gekriegt, ne? Mhm. Hat er voll verpennt irgendwie. Ich habe auch was gekriegt. Baker. So, mehr Komponenten, Proteinflakt. Praktisch Forster. Was ist das? Quark-Joghurt? Mhm. Hört sich interessant an.
Protein Recovery. Kann ich auch nicht. Das haben wir hier nur von Iron Max und Whey Isolat. Das haben wir ja, praktisch nach der Show einmal aufgefangen. Hose gab es auch noch. Packen wir mal aus hier. Auch wieder ein Produkt, das ich mir so gekauft habe. Einfach zum Wallwegen haben. Oh, ein Hempfel hat sich auch gereicht. Zwar hier Goldschirm, so eine kurze Hose. Interessant, ja, gibt's keinen Binner. Ich hoffe, ich habe die wirklich jetzt nicht nur mal zu groß geholt. Ansonsten verdriegelt, ne? Ach, okay. Wow, haben wir die Tüte auch gleich weg. Jetzt kommen so die letzten Proben. Das kann ich, jetzt machen wir erstmal die hier. Und die sind von... Das weiß ich nicht mehr. Steht hier nicht mehr mit drauf. Pure. Ach so, das ist glaube ich von Nutritec gewesen. Auch hier wird es ein Whey, und zwar, das ist Joghurt. Das gleiche nochmal auch als Joghurt. Und zu fangen, ja gut, bei sind. Also ich habe echt schon mal echt mehr genommen von Rolle. Da habe ich mich auch überall, wo es dann was gab, auch hingestellt und versucht was zu kriegen, ne? Aber erstmal hatten wir von ESN einmal ein. Ja, ja. Also ein Casein-Protein. Das war es jetzt in Vanille. Design aber. Also in Strawberry Chocolate. Das ist ganz. Also ich weiß jetzt nicht, den Geschmacksrichtung habe ich nicht, aber ich habe ja von ESN das Protein. Mit Milch schmeckt das ganz geil. Ich stelle das gleiche nochmal. Jetzt habe ich es schon weggeschmissen. Zu viel gefangen. Und von Iron Max ist das eigentlich neutral. Nein. So, jetzt machen wir das gleiche. BCRs mit Glutamin. In Pfirsichgeschmack. Bin ich auch mal gespannt, wie das Zeug wohl schmeckt. Hey, für die gab es gratis überall dazu. Vom Boom Boom so wollt. Echt quietschend wollte das Scheißding. Und da musste sich ja jemand, ich weiß gar nicht, worunter man das einteilen soll, als Stringer, Tanktop oder weiß der Geier was, oder einfach Top. Tanktop. Einteilen. Top würde auch reichen. Das geht schon eher in die Stringer-Richtung, würde ich bald sagen. So weit ausgeschnitten, damit man noch viel sehen kann von der Seite. Einfach blau-grau. Weiß. Ja, gut. Der Stand war auch, ja gut, heute auf dem Sonntag ging's. Gestern auf dem Samstag war Katastrophe. Rocker Nutrition auch am Sonntag heute. Na fast, ich hab da noch fast was vergessen. Haben wir eine Cap gefangen von Maxler? Ich hab die gefangen. Das ist meine Cap. Passt mir sowieso viel besser. Halt den Mund! Und zwar. Siehst du, ich vergesse alles. Guck mal. Habe ich voll vergessen, dass sie sich ja von bei Smilo Dogs ja auch noch was geholt hat. Eine Legends. Machen wir die auch mal just aus. Ganz einfach gehalten. Aber geiler Stoff. So muss ich sagen, Stoff ist geil. So allgemein grau, so ein bisschen, ja, rosa hätte ich bald gesagt, ist das. Mit drin. So, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht getäuscht. Jetzt müsste mal das letzte haben.
zwar, für mich gab es auch nochmal von Boots. Boah, was ein geiler Dämmerstoff. Papier gab es von Boots. Gab es einmal halt, ne? Halb vom Boots, hier nennt man es noch ein Longarm-Shirt. Ja. Oh, schwarz-grün. Farbe habe ich mir nicht ausgesucht. Türkis. Okay, Türkis. Da hinten nochmal das Logo drauf. Naja, da konnte ich auch nur Größe angeben. Farbe jetzt nicht speziell, ich hätte sowieso nicht gewusst, was sie für Farben da haben, von daher, wenn es nachher pink geworden wäre. Aber richtig schön dünn. Jetzt gerade so Richtung Frühling, auch für den Alltag, denke ich mal, ganz geil. So, das war's damit. Kann ich mich auch damit verabschieden. Jetzt noch ein bisschen Sachen auspacken, einpacken und dann zum Training kommen, dann war's das auch für heute.